Wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne eine Unternehmenskultur aktiv gestalten, und ich glaube, das ist erstens machbar und zweitens auch notwendig, dann ist das ein Veränderungsprozess, den ich durch solche Instrumente begleiten kann. Hallo, herzlich willkommen zum weiteren spannenden Interview hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe jetzt wieder jemanden dabei, den ich auf einem Netzwerktreffen kennengelernt habe. Das war damals in Hamburg und wir hatten das Thema Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität. Er war oder hatte es als Inhalt in seinen Trainings, in seinen Coachings. Und jetzt bin ich natürlich gespannt und interessiert, ob er es weiterhin noch hat in seinen Trainings und freue mich auf den Austausch mit Christian Konrad aus Bremen. Hallo Christian. Hallo, grüß dich Patrick. Schön hier zu sein, schön bei dir im YouTube-Kanal zu sein. Freut mich sehr. Christian, gib uns doch einfach mal so einen Abriss. Also was machst du und wie bist du da hingekommen? Und was sind so deine Inhalte deines täglichen Tuns? Also was ich mache, ist, ich mache Coaching, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung rund um das Thema Unternehmenskultur. Mein Thema, ich nenne das magnetische Unternehmenskultur, also eine Unternehmenskultur, die die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anzieht. Und zwar so, dass sie bleiben. Und das mache ich mit Unternehmern und Entscheidern in größeren, mittleren und größeren Unternehmen. Meine Vita ist, ich habe im Grunde 3 berufliche Phasen in meinem Leben. Ich war erstmal im Konzern. 11,5 Jahre im Konzern, war Konsumgütermarketing bei Unilever und bei Kellogg's, war dort im Marketing in verschiedenen Positionen, war Marketingdirektor für Deutschland, Österreich und Schweiz bei Kellogg's und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Unternehmensberatung in dem damals noch ganz jungen, freudigen Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Mhm. Diese Unternehmensberatung habe ich 10 Jahre lang geführt und aufgebaut und habe dann in der Zeit festgestellt, dass man eben auch, du hast das Thema Covey angesprochen, dass man auch die 7 Wege zur Effektivität, die ich schon lange kannte, seit 95 kannte, dass man das auch beruflich machen kann. Und habe dann parallel zu meiner Unternehmensberatung nebenbei angefangen, Trainings zu geben. Da kam ein bisschen Coaching, ein bisschen Teamentwicklung dazu. Und vor 5 Jahren habe ich dann entschieden, dass ich das fokussiert mache. Und dass das Thema Unternehmenskultur in der Rückschau eigentlich so mein Thema ist, was mich begleitet hat seit den Anfang der 90er Jahre. Ja, das ist ja so, wenn wir nochmal kurz auf Covey eingehen, so die 7 Wege der Effektivität, das ist ja auch so ein Weltklassiker. Absolut, absolut. Was haben wir da so? Das erste ist sehr proaktiv, zweites habe am Anfang das Ende im Blick, erledige das Wichtigste zuerst. Denke in Win-Win, Gewinn und Gewinn. Erst verstehen, dann verstanden werden. Dann schaffe Synergien. Und das letzte, für mich ein ganz wichtiger und der schönste Punkt, arbeite an deiner Erholung. Ja, genau. Ja, sehr gut. Das hat offensichtlich bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, weil das auf jeden Fall. Voll gepasst. Aber wie ist so deine Erfahrung, gerade wenn es um Unternehmenskultur geht? Leben das Unternehmen, beherzigen das Unternehmen? Wie ist so deine Erfahrung? Also es gibt Unternehmen, die das ernst nehmen und die das tatsächlich auch beherzigen. Von den Unternehmen, in denen ich Trainings gemacht habe, von den zig Unternehmen, in denen ich in den letzten 15 Jahren Trainings gemacht habe, ist es allerdings eher die Minderheit. Also es werden immer Elemente umgesetzt. Also ich glaube, jedes Training hat einen positiven Impact. Ich glaube aber, ich bin nicht mehr so der Fan von diesen 2 oder 3 Tagestrainings, weil ich glaube, dass man die Leute sehr, sehr alleine lässt in der Umsetzung. Und das hat dann möglicherweise auf der persönlichen Ebene hat das wirklich eine Wirkung. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne eine Unternehmenskultur aktiv gestalten und ich glaube, das ist erstens machbar und zweitens auch notwendig, dann ist das ein Veränderungsprozess, den ich durch solche Instrumente begleiten kann. Okay. Aber da ist dann eben häufig, also wer schon mal so einen Workshop mitgemacht hat, der weiß, dass da unglaublich viel Content drin steckt.
Und dieser Content, der erschlägt dich einfach. Das ist einfach unmöglich, das alles innerhalb von ein paar Monaten irgendwie umzusetzen. Da brauchen die meisten Menschen ein Leben für. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass es besser ist, dass man das ein bisschen portioniert, dann Umsetzungsphasen einbaut und dann voneinander lernt und dann weitergeht. Also das Ganze ein bisschen eher Schritt für Schritt aufbaut. Ja, und wo fängt man an? Also jetzt mal angenommen, wir haben so ein mittelständisches Unternehmen, 80, 100 Mitarbeiter, das ist ja eh gerade so die Grenze, wo es dann losgeht, wo auch vielleicht so die ersten Knirsche reinkommen zwischen den Abteilungen. Mhm. Jetzt bin ich schon seit 10, 15 Jahren am Markt, merke, Mensch, irgendwas ist doch da, wir müssen uns erstmal verändern. Wo setze ich da an mit einer Unternehmenskultur? Fange ich jetzt im HR an, dass ich sage, wieso holen uns jetzt neue Leute, die frischen Wind reinbringen? Der Geschäftsführer, der sagt, so, ich ändere mich jetzt. Also, wo fange ich da an? Was ist so der beste Weg, deiner Erfahrung nach? Ich würde immer von oben anfangen. Also es gibt natürlich große Diskussionen, ist das jetzt ein Bottom-up oder ein Top-Down-Prozess? Ich habe aber häufig in Workshops festgestellt, dass Leute nach den 2 Tagen zu mir kamen und sagen, Christian, das war richtig super. Ich wünschte, mein Chef wäre hier gewesen. Also verstehst du die Botschaft, die da drin liegt, ne? Die Botschaft ist, ja, ich kann das jetzt umsetzen, aber solange mein Chef das nicht auch lebt und nicht auch weiß, habe ich große Schwierigkeiten. Da steckt so ein bisschen Opferhaltung drin natürlich. Ja, also ich würde jetzt natürlich sagen, man kann trotzdem was umsetzen. Gleichzeitig ist es relativ schwierig, wenn von oben was anderes gelebt wird, dann von unten sozusagen eine Art alternative Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Ja. Deswegen, wenn jetzt ein Unternehmer sagt oder ein Unternehmen sagt, wir wollen unsere Unternehmenskultur entwickeln, dann würde ich immer anfangen, mit dem Unternehmer und seinem Führungsteam zu arbeiten. Okay. Ich glaube, das ist absolut entscheidend. Also wenn man, und häufig, gerade wenn das die Unternehmer sind, die auch noch die Hauptentscheider sind, also die im operativen Geschäft wirklich noch drin sind, dann hängt halt sehr viel von ihnen ab. Und die Erfolgsbeispiele, die ich kenne, da liegt es halt sehr, häufig hat es sehr viel damit zu tun, wie diese Führungsmenschen, also heute ist es ja nicht einer, sondern meistens ist das einer mit seinem Team, wie die das jetzt umsetzen und dass die dann eben auch Botschafter für die veränderten Verhaltensweisen, Einstellungen und Kommunikationsweisen sind, die die Unternehmenskultur dann prägen. Ja. Und ist das denn eher sowas, was so intern, vom intern erstmal passiert? Also gucke ich jetzt, dass es den Mitarbeitern besser geht? Jetzt fange ich an, Bio-Obst aufzustellen, kommt noch ein Personal Trainer? Oder ist das dann, wie ich in der Kundenkommunikation bin, verbessere ich meinen Service? Oder sind das so unterschiedliche Parts, unterschiedliche Teile, die ich da angehe? Ich würde sagen, all das ist richtig. Also bestimmt sind solche Dinge wie betriebliches Gesundheitsmanagement, was du da genannt hast, ist ein wichtiger Faktor davon. Ich würde immer anfangen bei der Frage, warum gibt es das eigentlich? Also der Frage des Warum oder Wozu. Du kennst ja sicherlich den Golden Circle von Simon Sinek, der sagt, start with why. Und ich bin absoluter Fan davon. In meinem Buch habe ich 4 Dimensionen herausgearbeitet, auf Basis von 30 Interviews, die ich geführt habe mit verschiedenen Unternehmen, die ich als Best-Practice-Beispiele ansehe. Und das ist eigentlich der Startpunkt, dass ich erstmal überlege, was ist eigentlich unser Sinn, was ist unser Warum, wer wollen wir eigentlich sein, was sind unsere Werte, was ist unsere Vision, was wollen wir hinterlassen. Wären so die 4 Fragen, die ich dann stellen würde. Und dann geht es darum zu gucken, wie wirkt sich das jetzt aus in unseren Verhaltensweisen, die wir untereinander haben. Weil ich würde Unternehmenskultur immer als die Summe der Einstellungen, Verhaltensweisen und Kommunikation beschreiben. Das wären für mich die 3 Teile. Jetzt könnte man sagen, Kommunikation ist natürlich auch eine Verhaltensweise, aber Kommunikation würde ich da nochmal rausnehmen, weil die Kommunikation so ein enormer Treiber ist für das, was eigentlich passiert in einem Unternehmen. Mhm. Breites Feld Kommunikation. Ne? Es gibt Live-Kommunikation, es gibt synchrone und asynchrone Kommunikation, es gibt so viele verschiedene Formen der Kommunikation und die prägt halt sehr, sehr stark das Miteinander.
Und die Kundenkommunikation ist natürlich ein Ergebnis oder eines von diesen, oder das Kundenverhalten, wie wir uns dem Kunden gegenüber verhalten, ist eines der Verhaltensweisen, die dann nach außen wirkt. Und da ist der Ansatz auch mit Simon Sinek, Start with Why, erstmal warum zu fragen. Das ist so eine gute Basis, weil die meisten machen immer nur, was sie machen und wie sie es machen. Und wenn ich mir so viele Marketingbotschaften angucke, dann ist schon nach der dritten so eingeschlafen, weil ist ja alles das Gleiche. Also was bringt es mir jetzt? Und da ist ja ein gutes Beispiel, ich glaube, das wird sehr häufig genannt, ist so der Unterschied zwischen Microsoft und Apple. Ja? Mhm. Ja, wenn man sich das mal genauer anschaut. Nur, wie schaffe ich es jetzt? Was ist jetzt so ein einfacher Einstieg für eine neue oder für eine andere? Oder sagen wir es mal so, was ist eine heutige Unternehmenskultur? Weil früher war es ja eher so wie in der Schule, du kommst, sei froh, dass du einen Job hast, setz dich hin und mach deine Arbeit. Und heute ist ja, da wird ja auch in den Stellenanzeigen viel geworben, ja, es gibt frisches Bio-Obst, es gibt Sport, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Wie ist es heutzutage? Also ich glaube, dass die Unternehmenskultur schon von oben entwickelt werden sollte, aber im Dialog mit den Mitarbeitern, die im Unternehmen sind. Also die Frage ist immer, was sind auch deren Bedürfnisse? Mhm. Ich würde die immer mit involvieren. Wenn wir jetzt über Werteentwicklung sprechen beispielsweise, ne, dann würde ich immer sagen, jetzt setz dich nicht hin und mach einen Workshop mit dem Führungsteam und dann klatsche den Leuten die Werte vor die Nase. Das funktioniert nicht, sondern beziehe sie ein. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten heute, um Menschen mit einzubeziehen über digitale Kanäle. Und auch wenn es nicht so groß ist, braucht man das auch nicht digital machen. Dann kann man das einfach machen, indem man halt verschiedene Veranstaltungen macht. Ne? Im Augenblick ist es natürlich, wird es auch wieder online sein, aber man kann Live-Veranstaltungen auch online machen, in denen man über diese Themen spricht und dann sagt, okay, was sind denn jetzt eure Wünsche, eure Bedürfnisse? Was zeichnet es denn für euch aus? Was zeichnet für euch eine gute Unternehmenskultur aus? Ein bisschen vorarbeiten sollte man schon, aber dann geht man in Dialog und dann haben alle das Gefühl, wir haben darin mitgewirkt. Das ist ja auch wichtig, ja, also die Mitarbeiter auch wirklich mitzunehmen. Ja? Absolut. Und ich glaube, in meinem Buch zeige ich so einen beispielhaften Prozess auf, wie man das in mehreren Schritten machen kann. Und der erste Schritt ist schon, dass sich das Führungsteam erstmal überlegt, was ist eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unser Warum oder wozu, wie auch immer du das nennst, das Why übersetzt? Ne? Was ist unser Purpose, unser Sinn? Was ist die Geschichte, die wir auch erzählen wollen nach innen und nach außen? Ja. Und das stimmen wir dann ab. Und dann holen wir jetzt die Mitarbeiter rein, stimmen das ab. Und irgendwann haben wir ein Konzept. Nach drei bis sechs Monaten haben wir ein Konzept. Und das launchen wir dann auch richtig. Ja, also ich glaube, du musst das schon, um deine Dynamik reinzukriegen, ist es wichtig, dass du dann das schon als mit einem Event-Charakter machst, dass du das wirklich auch lancierst, sagen, wir wollen jetzt hier gemeinsam etwas verändern. Und dafür musst du Storytelling nutzen, da musst du eine Geschichte erzählen, die Leute wirklich mitnimmt. Und ich gebe da ein paar Beispiele, wie man das machen kann. Ich habe da meinen ehemaligen Chef interviewt, den Fleming, der für mich eine ganz wichtige Person in meiner Biografie auch ist. Und der hat das mehrfach gemacht, weil er einfach so ein Fan war von solchen Storytelling-Ansätzen. Wo war das? In welchem Unternehmen? Das war jetzt in dem Fall bei Kellogg's. Bei Kellogg's, okay. Ja, da war ich schon nicht mehr da, aber er hat das mehrfach gemacht. Und erzählt davon auch. Und es ist unglaublich spannend, was er da für kreative Ansätze gehabt hat, um die Leute halt auch, das heißt, mitzunehmen, auch emotional mitzunehmen. Und das ist das, was ich daran halt so wichtig finde. Wenn du jetzt, Kultur ist schon auch hat etwas mit Beziehung zu tun. Ja. Für mich das Kernwort ist eigentlich Connection, ist eigentlich Verbindung. Also eine Unternehmenskultur, eine magnetische Unternehmenskultur ist eine Kultur, die Verbindung schafft. Zwischen den Mitarbeitern untereinander, innerhalb des Unternehmens und zwischen den Unternehmen und seinen Stakeholdern, also Kunden, Lieferanten und so weiter. Das ist eine Kultur, die Verbindung schafft. Und um diese Verbindung zu schaffen, ist es auch wichtig, dass man nicht nur die rationale Ebene anspricht, sondern dass man tatsächlich auch sagt, wie erreiche ich eigentlich auch die emotionale Seite, ne? Das Gefühl, wie fühle ich mich letzten Endes auch verbunden? Das ist viel stärker am Ende des Tages, als wenn ich einfach nur sage, ja,
Ja. Das finde ich ganz okay. Ne? So. Ja. Und das ist auch ganz gut, wenn du meintest, also das ist so eine Begleitung von ja, 3 bis 6 Monate. Das ist ja sicherlich auch mindestens. Also ich würde sagen, das dauert ein Jahr. Ne? Das ist nichts. Also insgesamt dauert das sicherlich eher 5 Jahre. Ne? Also ich bin aus dem Marketing und im Grunde eine Unternehmenskultur entwickeln, das ist wie eine Marke aufbauen. Ne? Also das hat ja auch einen Markencharakter. Ich hatte gerade vorher ein Gespräch, bevor wir gesprochen haben, mit einem ehemaligen Kollegen von Unilever, der macht Employer Branding. Und Employer Branding ist Marketing als Arbeitgeber. So, und das, die geht immer von innen nach außen. Und du kannst nur eine starke Employer-Brand aufbauen, wenn du eine starke Unternehmenskultur hast. Eine Marke ist immer in den Köpfen der Leute. Und so ist es auch im Unternehmen. Also bis sich diese Gewohnheiten, diese Verhaltens- und Denkgewohnheiten, Kommunikationsgewohnheiten entwickeln, das braucht ja eine Zeit. Also da brauchst du schon, das geht schon, da musst du schon in Jahren denken, um das zu schaffen. Um das Ganze zu etablieren und dann zu lancieren, brauchst du ein Jahr, wenn du das sauber machst. Weil du musst immer bedenken, du machst das unter dem laufenden Rad. Also du darfst ja die Organisation dann nicht überfordern. Und das ist ein Projekt. Und das ist ein Projekt, das machst du on top von all dem, was die Leute, die ja ohnehin nicht arbeitslos sind und die ja meistens auch viel zu tun haben, über das hinaus machen, was sie ohnehin schon tun. Du kannst es ein bisschen abmildern, indem du halt das Ganze wirklich auch indem du das Ganze verbindest mit den strategischen Prioritäten, die aktuell operativ auch am Laufen sind. Ne? Also, dass du halt nicht das komplett davon abhebst, sondern dass du sagst, okay, unsere Kultur hat natürlich auch was mit unseren strategischen Prioritäten zu tun. Das heißt, um das lebendig zu machen, was wir jetzt verändern wollen, verbinden wir das jetzt mit dem, was uns jetzt in der nächsten Phase, in der nächsten Planungszyklus oder was auch immer, was wir als an Prioritäten haben. Und dann wird es auch, dann wird es handelbar. Ne? Ja, es ist nichts, man schnipst mal den Finger und jetzt ist es da. Und es ist ja sicherlich auch, klar spielt dir auch in die Karten, dafür bist du ja auch da, sich auch wirklich die Expertise von außen zu holen. Ja? Naja, ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen. Ne? Du kannst immer versuchen, das selber zu machen. Das geht schon, aber das geht viel, viel langsamer und es ist häufig schwieriger, es dann auch erfolgreich hinzubekommen. Ja. Na, warum haben jetzt Leute einen Coach? Ne? Kannst ja immer fragen, ja, brauche ich einen Coach? So die Gegenfrage, die habe ich aus einem Interview mit Eric Schmidt gehört. Ne? Eric Schmidt, sagt dir was, ne? Das war der Vorstand, der CEO von Google. Also das ist der neben Sergey Brin und Larry Page hinter dem Erfolg von Google steht. Und Eric Schmidt in seine Vor-Google-Zeit hatte einen Mentor und der hat ihn mal gefragt, Eric, du hast keinen Coach, warum? Ich brauche keinen Coach. Ich bin jetzt schon CEO, ich bin irgendwie Anfang 30, bin schon CEO, ich brauche keinen Coach. Sagt er, Eric, du bist auch Sportfan, oder? Sag mir mal einen Spitzensportler, der keinen Coach hat. So, grübel, ne? Ist ihm keiner eingefallen. Ne? Fällt dir einer ein? Ich vermute nicht. Ne? Also, fällt dir keiner ein? Es gibt keinen Spitzensportler, der keinen Coach hat. So, dann hat er gefragt, Eric, wenn jetzt kein Spitzensportler, den du kennst, keinen Coach hat, warum meinst du, dass du keinen Coach brauchst? Und hat er keine Antwort mehr gehabt, dann hat er seinen Mentor ihm Coach vermittelt. Ne? Dieser Coach ist ganz berühmt, hat er ein Buch drüber geschrieben, der Trillion Dollar Coach, der hat so alle Größen im Silicon Valley gecoacht. Also das geht natürlich dann eben in dem Fall, wenn jetzt gilt genauso, wenn du jetzt als Unternehmen möchtest deine Kultur entwickeln, dann bist du dafür nicht der Experte, sondern du bist der Experte für das, was in deinem Unternehmen gemacht wird. Der Experte für dein Geschäftsmodell, für dein Business. Deswegen bist du nicht der Experte für Unternehmenskultur. Ja. Ne, das ist außerdem sehr schwierig, sich da selber auch aus dem Kerngeschäft heraus das komplett alleine zu machen. Also wie gesagt, es gibt auch Unternehmen, die schaffen das einigermaßen selber, ne? Aus sich ja selbst heraus. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht geht. Die haben dann aber dedizierte Ressourcen bereitgestellt, um das zu tun. Also das ist nämlich immer das Interessante. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Die Sache kostet Arbeit. Arbeit bedeutet Zeit. Und als Berater, ich fühle mich jetzt eher als Coach. Ich bin jetzt eher Coach, ich bin kein Berater. Ich sehe mich auch so, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, sehe ich mich als Coach. Das heißt, ich möchte schon, dass die Leute Ressourcen bereitstellen, die ich dann unterstütze. Ja. Als Berater früher habe ich dann gesagt, Sie haben zwei Möglichkeiten, lieber Kunde.
Sie brauchen hier nicht das 200.000 Euro Projekt von mir zu kaufen. Sie können auch das 50.000 Euro Projekt von mir kaufen. Bedeutet aber, und dann habe ich denen immer eine Spalte gemacht, wie viel Manntage Sie aus der Organisation bereitstellen können. Und dann waren Sie ganz schnell wieder beim 200.000 Euro Projekt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Du musst einfach realistisch denken. Aber ich wäre jetzt zum Beispiel nicht derjenige, der jetzt mit 10 Leuten ankommt und sagt, wir machen jetzt eine Unternehmenskultur, weil ich das nicht für nachhaltig halte. Ich glaube, wenn du dich auf die Reise machst, dann würde ich immer mit dem CEO oder dem Geschäftsführer arbeiten und dann im zweiten Schritt mit seinem Team. Und dann würden diese Leute, diese 5 bis 10 Leute, die im Führungsteam sind, die wären dann die Haupttreiber des Projekts. Okay. Die Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wie auch immer, die bleiben ja da, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ja. Das heißt, die sind so die Botschafter, die das Ganze ins Unternehmen reintragen und die immer dafür sorgen und die dann auch die Trainings machen, wenn es Trainings gibt. Verstehst du? Also ich würde die dann trainieren und dann sollen die die Trainings machen, weil die bleiben ja da. Ich bin ja dann wieder weg. Okay. Jetzt sagtest du vorhin schon, hast kurz Silicon Valley angesprochen. Ich bin ja nur aus Berlin. Hier sind auch viele Startups. Mhm. Ist das etwas Unternehmenskultur, was ich direkt mit bei der Gründung mit berücksichtigen sollte? Oder ist es etwas, was sich ergibt und dann schauen wir mal und wir fangen dann erst an, später? Oder was meinst du? Also ich bin der Auffassung, du solltest sie direkt berücksichtigen. Und ich habe da jetzt vor 2 Monaten hatte ich Jörg Reinbold bei mir im Podcast. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der ist Geschäftsführer von APX. APX ist der Inkubator von Axel Springer und Porsche. Mhm, okay. Das da laufen, die betreuen die Unternehmen, die Babys sind, ne? Die ersten 3 Monate und investieren auch. Und da sind tolle Sachen schon rausgekommen. Also sie hat schon, ich glaube, 80 Babys haben sie schon auf die Beine gebracht. Ne? Und ich habe Jörg die gleiche Frage gestellt, sagt, welche Rolle spielt denn Unternehmenskultur bei euch? Und er sagt, eine riesige Rolle, ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig, gleich von Anfang an darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich unser Unternehmen gestalten? Wie wollen wir, was ist uns wichtig? Was ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Der Riesenvorteil ist, du fängst als Gründer mit einem weißen Blatt Papier an und du musst nicht Dinge dann noch ändern, was ja immer sehr viel schwieriger ist. Ne? Du kennst das von dir selber. Wenn du eine Gewohnheit veränderst, ist das viel, viel schwieriger, als wenn du einfach eine neue Gewohnheit etablierst. Ja. Gar nichts vorher war. Ne? Ja. Wenn erstmal eine schlechte Gewohnheit da ist, die dann zu verändern, ist schwieriger als eine neue. Und deswegen haben Startups eine Riesenchance, gleich von Anfang an ihre Unternehmenskultur mit zu berücksichtigen, dass das ein wichtiger Faktor ist, wenn sie ihr Geschäftsmodell entwickeln, wenn sie ihre Strukturen und Prozesse entwickeln. Ja, okay, klasse. Christian, jetzt, wir haben schon von dem Buch gesprochen. Wo gibt es denn Buch? Also ganz normal bei Amazon. sowohl als Kindle-Version als auch als normales Hardcover. Leider gibt es noch nicht als Hörbuch. Das ist ein Versäumnis von mir. Also ich habe das noch nicht als Hörbuch, aber so gibt es es ganz einfach zu kaufen. Ziel für 2021 als Hörbuch. Was bitte? 2021 Hörbuch. Ja, 2021 dann als Hörbuch, genau. Ich habe mich in 2020 erstmal auf den Podcast konzentriert. Deswegen vielleicht, ja, Hörbuch dann 2021. Und wenn man von dir noch mehr erfahren möchte, wir verlinken das Ganze unten nochmal in den Shownotes. Mhm. Ja, wer jetzt auch nochmal so ein Coaching oder so ein Training nochmal haben möchte, deine Zielgruppe, Unternehmer, kleine Mittelständler oder auch große Konzerne? Also meine Kernzielgruppe sind kleine mittelständische Unternehmen, einfach weil ich denke, ich kann als Einzelner mit einem begrenzten sozusagen Team denen sehr, sehr gut helfen. Mhm. Ich kann auch in Konzernen helfen, aber dann immer, also ich werde jetzt eben nicht ein Riesenprojekt machen mit irgendwie 100 Leuten gestafft. Ne? Das werde ich auch nicht machen, habe ich auch keinen Bock drauf, ist nicht mein Ding, ne? Ist nicht mein Business. Ich arbeite aber zum Beispiel auch für Airbus oder ja, bin ich zum Beispiel im Trainerpool drin. Das heißt, ich habe viel Konzernerfahrung und kann als Keynote-Speaker, ich kann als Coach für einen Bereichsleiter, das mache ich auch zum Beispiel, oder für einen Geschäftsführer in einer Unit. Also Coaching biete ich auf jeden Fall an. Ich biete jetzt vielleicht nicht die Riesenprojekte an. Ja.
Teamentwicklung mache ich und Coaching. Da habe ich einen festen Prozess für, wo ich auch Leute in Konzernen ganz gut unterstützen kann. Ja, und das ist ja auch das Tolle bei dir, du hast die Konzernerfahrung, ja, die Unternehmererfahrung, das heißt, du weißt es ja wirklich, wie es von Grund auf sein kann, sein sollte und auch wie es von oben im Großen mal aussehen kann und aussehen sollte. Genau. Ja. Genau, also ich habe, das ist glaube ich mein, das eines der Assets, die ich mitbringe, ist, dass ich halt genau weiß, also wenn jetzt, wie Konzerne ticken, ich habe schon viele Konzerne von innen gesehen, schon zig verschiedenen Konzernen Trainings gemacht, habe selber zwei Konzerne sehr gut live kennengelernt. Ja, und weiß, wie es ist, Unternehmer zu sein. Ja. Also, super. Christian, vielen Dank für den Austausch und für alle anderen. Schaut es euch mal an, guckt rein, holt euch das Buch, lest mal rein, fragt bei Christian an. Hat mit Sicherheit auch für euch Unterstützung und dass es klappt mit einer wirklich erfolgsversprechenden zielführenden Unternehmenskultur. Christian, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und den Austausch. Super, vielen Dank für das Gespräch, Patrick. Vielen Dank fürs Zuhören und auch alles Gute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.